Wie wichtig das THW und die Feuerwehren sind, zeigt sich gerade in den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Schon seit vielen Jahren setze ich mich auch für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in unserer Region ein. Ich möchte das Ehrenamt weiter stärken und beispielsweise mit steuerlichen Anreizen noch attraktiver machen. Aber nicht nur das Ehrenamt ist mir ein wichtiges Anliegen. Auch die Bundespolizei, die unsere Freiheit und Sicherheit hier in der Grenzregion gewährleistet, braucht Rückenwind. Diese Aufgaben müssen pragmatisch vor Ort bearbeitet werden. Nicht nur am Schreibtisch, sondern auch als Mutter, Oma und vor allem als Abgeordnete gilt für mich, darum war ich mich kümmern. Wenn Sie davon überzeugt sind, dass meine Stimme im Bundestag Gutes für die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und die Sicherheit in unserer Region bedeutet, dann geben Sie mir am 26. September Ihre Stimme. Vielen Dank, Ihre Petra Nikolaisen.